Als der Motorkutter Gret Paluca in seinem Heimathafen List auf Sylt festmachen wollte, da standen die nächsten Passagiere bereits auf der Pier. Eine Bande kleiner Piraten, angeführt von Freibeuter Robbie, wartete auf die nächste Kaperfahrt. Im Sommer geht die Gret Paluca regelmäßig auf Piratenfahrt. Eine große Freude für viele Kinder, umso mehr ihre Eltern dabei zu Reinigungsarbeiten auf dem Schiff verdonnert werden. Ja, was schreie ich hier so? Sag mal, was ist da denn los? Ja, ich hab gesagt, Putzlappen, Schrubber, Zahnbürsten, ne? Ja, er sucht über ein Plätzchen, wunderprächtig. Die 8, auch schön. Danke. So, dann wollen wir uns mal in Pose schmeißen. Geht mal hier vorne auf die lange Bank rüber. Ja, das ist richtig. Einmal auf die rechte Seite. Während Decksmann Peter Gerhardt, genannt Paluca Peter, noch die Fahrt organisiert, führt Freibeuter Robby seine Bande bereits an Bord. Paluca Peter ist auch der Gegenspieler von Robby und versucht, sogleich neue Freunde unter den Piraten zu finden. Ich gebe euch Goldbärchen, Cola-Fläschle. Wer mag gerne Toblerone? Nicht den Piraten erziehen. Wo ist er? Da ist er. Wir können ja Freunde werden. Dabei ist er wohl erfolglos, spricht aber über die Kaperfahrt. Ja, was Besonderes. Zumindest das Wetter ist herrlich. Da kann man schon erstmal die meckern, ne? Und da sind die Leute auch ganz anders drauf. Und ihr seht ja selber, wie unsere kleinen Scheiße. Oh, da geht aber los, der Sache jetzt. Mit Knoten und Würgen und Drücken. Jetzt müssen wir uns auch langsam aufs Schiff erstmal bewegen. Den Rest werden wir her. Oh, er schimpft schon mit mir. Kommt mal schnell mit. Irgendwie unheimlich ist es an Bord. Ein Skelett baumelt im Wind, Piratenbecher stehen auf der Back, Netze und Fässer scheinen irgendwie auch eine Aufgabe zu haben. War verrutscht. Die 12 habt ihr vergessen. Ja, ach du Sarikorn. Ja, aber ich will da nicht ran hängen, sonst hängst du da oben. Hau ruck, hau ruck. So, alle verwachsen vorne. Euer, hier geht. Als die Piratenflagge endlich im Topf weht, versammelt Freibeuter Robby seine Bande auf dem Vorschiff. Sie haben etwas entdeckt. Jetzt mal ganz leise. Ich habe nämlich was entdeckt. Wenn ihr mal so ganz vorsichtig da vorne überguckt und wieder abtaucht, seht ihr was? Ja, ein Fisch. Eben. Schnell wieder abtauchen. Ja. Das ist nämlich die. Schnell wird die Geschwindigkeit erhöht. Die Kaperfahrt beginnt. Gold soll es an Bord der Rosa Paluca geben. Eigentlich das kleinere Schwesterschiff der Gret Paluca. Die reiche Beute wird an Bord verteilt und direkt danach soll eine Schatzkarte gesucht werden. Mehrmals in der Woche läuft die Gret Paluca zur Kaperfahrt mit kleinen Piraten aus. Die großen Spaß dabei haben, mit Freibeuter Robby und Paluca Peter reiche Beute zu suchen und Schiffe zu erobern. So finden sie auch jetzt schnell die Schatzkarte und auch die Truhe dazu lässt nicht lange auf sich warten. 1, 2, 3, 4. Wenn man jetzt den Lenkrad nach Süden schiebt. Freibeuter Robby weiß angeblich nicht, warum die Kinder seine Piratenfahrten so lieben. Ich hab keine Ahnung, nicht? Wahrscheinlich, dass sie auch nichts Ordentliches werden müssen, so wie ich, ne? Ja, manchmal träumen die ja davon, ne? Vor allen Dingen, endlich haben die Verwachsenen mal nichts mehr zu sagen, ne? Und das Kommando ist man bloß bei den Kiddies, ne? So wie es das gehört, natürlich, ne? Wenn das man in der Politik auch so wäre, ne? Ja. Reiß auf, jeder noch ein Bonsche, jeder noch ein Anstecker, ne? Und dann bleibst du so lange da stehen, bis ich gesagt habe, dass ich durchlassen darf, ne? Nach gut 2 Stunden ist die Kaperfahrt vorbei. Mit großem Hallo hat der Piratenkutter wieder in List festgemacht und die Freibeuter gehen von Bord. Wolfgang Henze für SAZ.de